Geh lieber zügig hoch und guck und dann ja, wieder raus. Oh, Küchen voll brannt hier. Das ist das. Geh mal schnell hoch und dann wieder raus. Da würde ich jetzt zu weit drin rumlaufen. Ja, komm. Geht doch in euer Proberaum. Das hört doch. Echt schlechte Luft hier drin. Also da kannst du wochenlang nicht proben. Da kannst du jahrelang nicht proben. Alles schwarz. Mhm. Komplett schwarz, überall. Alles. Ja, hier ist der ganze Rauch von dem Küchendings da hochgezogen. Ich hab da nur, bin da nur irgendwo dran gekommen. Ja, darf man nichts anfassen. Nee, das war alles weg, kannst du alles wegschmeißen. Aber das hier sieht noch ganz ordentlich aus. Das kann man sauber machen, da hängt noch eine Jacke. Keyboards abgedeckt. Geh mal rein. Da wollte ich mich nicht mehr draufsetzen. Unser schöner Tisch. Mikrofon. Hm? Dein Stuhl. Den kriegt man wieder sauber. Den Stuhl kriegt man sauber. Aber das sieht jetzt elektrisch nicht mehr so einwandfrei aus. Achso, die Box ist runtergefallen aus irgendeinem Grund. Schlagzeug. Schwarz. Kannst du mal das hochheben? Ja, ich bin schon total versaut, meine Jacke. Gleich, ich mach's gleich. Ja, man muss da wirklich aufpassen, dass man links gegen kommt. Oh. Das ist alles in Ordnung. Kannst runter machen. Das würde ich sagen, ist alles okay. Guck aber mal auf die Fensterbank, das kann nicht alles in Ordnung sein. Guck dir mal die Fensterbank und die Heizung an. Ja. Was da für Dreck drauf liegt, wie dick der Ruß da drauf liegt. Ja, es war mal weiß. Und die waren frei da, ne? Tja. Wieder euer Zeug, das war nicht abgedeckt. Das ist auch gemorrig, weil guck mal, wie dick der Ruß da drauf liegt. Ja. Nehm ernst. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so in Betrieb nehmen. Nee, würde ich nicht. Sollte. Da würde ich die Finger davon lassen. Nein, weiß ich nicht. Also, nein, das ist. Das musst du doch sie erstmal sauber machen. Muss man einzeln in Betrieb nehmen und gucken. Ja. Aber die PA könnte noch. Also die Box sieht eigentlich gut aus. Achtung! Ja, jetzt bin ich auch im Brustscheiße. Boah, guck mal, das sieht, denkst du gar nicht, wie dick der Ruß da drauf liegt. Boah. Das sag ich doch, das ist ja viel mehr als man denkt. Ja. Gott, bist du dreckig. Das sag ich doch. Und bin nur ein einziges Mal. Guck dir da mal an, wo das Kabel gelegen ist. Siehst du das? Also das glaubst du doch nicht, dass du das ja nochmal irgendwie benutzen kannst. Ah ja, ich glaube schon, dass man das wieder hinkriegt. Die PA kriegt man sicherlich hin. Ich meine, da ist sicherlich oben drauf Ruß und. Ja, überall, guckt ihr doch mal die Spinnwebe. Die sind auch voll Ruß. Ja. Und das Keyboard, ich weiß nicht, da war die Abdeckung nicht so schön drauf. Und das ist ja nur. Ja, aber immerhin. Kannst du das mal irgendwo hochheben ein bisschen? Wenn man drunter guckt. Das sieht ordentlich aus. Kann man nicht meckern. Mach's wieder drüber. Da auch. Oder keine Ahnung. Da würde ich sagen, Harry, du hast Glück gehabt. Ja,
das muss er aber richtig gut reinigen. Man muss das alles ein bisschen sauber machen und so, aber ich glaube im Prinzip, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Mit den Lautsprechern weiß ich nicht. Ich würde ja vielleicht doch mal, achso, die Box ist jetzt unten, der Akku. Da habe ich jetzt keinen Bock, den zu holen. Nee, ich würde ja auch nichts anschließen jetzt oder probieren zum Laufen zu kommen. Och, die Luft ist schlecht. Ja, es stinkt. Es stinkt total. Lass uns gehen. Ja. Der Stuhl sieht ja auch witzig aus da. Meine Güte. Grausliche Stühle, ja. Wo hast du da die hergeholt? Ja. Rumpelkammer dagegen. Okay, let's go. Aber das ist wirklich. Das ist brutal. Krass, ne? Nee, wirklich, wenn wir da machen, mal ein bisschen drauf und dann. Mach's mal weg. Affenschwanz. Ja. Ja gut, also, aber man kriegt's ab, ne? Ja, aber doch nicht aus der Elektrik. Aber ich weiß nicht, ob es da wirklich rein ist. Aber ich denke, der Ruß ist überall hin. Ich weiß es nicht. In der Luft ist er natürlich, aber. Unter der Abdeckung war ja jetzt zum Beispiel da mit dem Keyboard auch nichts. Ne? Also könnte auch sein, dass in den Geräten innen drin, dass da auch nichts ist. Ja, wenn der hier allein den Boden anguckt. Ne? Elke, kannst du mal die, ich warte mal, ich mach mal kurz Stopp.